Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Outdoor-Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute mal spontan alleine unterwegs und zwar fast in meiner Gegend. Habe ich heute früh mal bei Komoot geguckt und eine Kurztour rausgesucht, weil schönes Wetter und so, da musste ja nicht in der Bude versauern. Ja, solange man noch irgendwie rauskommt, ist es ganz gut. So, ja, ich laufe hier so einen Maldegraben lang. Der Malde ist ein kleiner Bach. Genau, der nicht immer Wasser trägt, sozusagen. Hier ist irgendwie so ein Rückhalte-Ding hier. Da dürfen wir nicht draufstehen, oben da. Ist hier ein offizieller Wanderweg. Genau, hier steht, hier dürfen wir nicht drauf. Das lassen wir auch. Ja. Und mein Ziel ist heute zu einem Mausoleum. Ja, dazu später ein bisschen mehr, weil ich habe wieder mein Zettel vergessen. Ja, wenn das hier das Flussbett ist eigentlich, nur dann guten Nacht, Herr Kapitän, wenn das Ding Wasser trägt. Aber das ist ja momentan nicht so. Ja, hier wird wieder der Ausrüstung etwas gefordert. Ja, und ich würde mal sagen, wir gucken mal. Ich war ja auch noch nie unterwegs gewesen, obwohl ich eigentlich schon seit, ja, 30 Jahren in der Gegend wohne und habe mir das ehrlich gesagt noch nie angeguckt. Es wird mal Zeit. Eine Kurzstrecke. Ich tue euch dann mal noch hier an der Stelle die Komoot-Karte einblenden. Genau, ich bin allerdings ein Stück mit dem Bus gefahren, weil um Zeit zu sparen, rückt sie wahrscheinlich dann komplett laufen. Ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal, was uns hier auf dem Weg erwartet. Und ja, ob ich mein Ziel erreiche, sollen noch ein paar Aussichtspunkte mit auf dem Weg liegen. Schauen wir mal, hier ist der Bach. Ihr seht ihn, oder das Bächlein sozusagen. Ja, ich bin jetzt ein paar Meter weiter gelaufen. Und hier ist schon eine Rastbank, finde ich ganz gut. Schon der dritte auf dem Weg, genau. Ja, jetzt haben wir die Wahl zwischen unten lang und oben lang. Ich würde mich für die Seite über diese kleine Brücke entscheiden, weil das sieht ein bisschen schöner aus. Da steht was an der Bank. Gehen wir mal gucken, was da so schönes steht. Aber hier schon Rast zu machen? Nee, noch nee, Leute. Bin ja erst losgelaufen. Aha. Hat jemand gesponsert quasi? Der Axel. Ja, klasse Sache, Axel. Eine Ausruhbank ist immer was Gutes. Ja, laufen wir mal unter das Tal da etwas entlang. Und gucken wir uns die ganze Geschichte hier mal an. So. Das ist aber wie Gerüstbaubrücke, das haben sie irgendwie im Nachhinein nochmal repariert, das Ding, so wie es aussieht. Nicht schlecht. So, das sieht so aus. Machen wir mal noch ein Bild. Ne? Und gucken mal hier ganz eiskalt weiter, würde ich sagen. Irgendwie ist das Tal irgendwie wäschen, das hat irgendwie was. Den Baum hat es hier ganz schön mit weggesäbelt. Jetzt die Frage, ob das durch einen Sturm oder irgendwas ist. Das sieht nicht gerade sehr gut für den Baum aus. Ist das ja Blitz rein oder irgendwas, der wieder auseinandergebrochen ist? Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, dort oben ist eine Art Loch. Keine Ahnung. Ja, gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Liegt Haufen Zeug, hat einer einen Schalter gebaut. Quasi Buschkraft. Ja. So, wieder ein paar Meter weiter liegt hier ein Baum quer über dem Weg, aber man kommt durch. Sieht nicht schlecht aus. Von der Sonne her könnte man bald sagen, es morgen ist, aber tatsächlich mittags. Da ist ja noch Winter. Und ja, interessant, interessant. Ja, hier ist wieder Schlamm, hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, gehen wir mal unten durch. Ja, hier ist echt schlammig. Das kriege ich hin, das ist alles kein Problem. Ich bin ja schon mal geübt, so sieht das von der anderen Seite auf dem Rückweg aus. Auf dem Rückweg werde ich mal den oberen Weg zurücklaufen. Habe ich mich gerade spontan entschlossen. Gucken, ob es da was noch zu entdecken gibt.
Also ein bisschen naturbelassen alles hier, das Zeug. Ja, da wären wir wieder beim Thema Cobra. Ja. Ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in den Schlick rutsche. So. Handschuhe sind natürlich in der Hosentasche. Sind sie gut aufgehoben, wie immer. Ne? So. Ein bisschen Ironie muss ja auch dabei sein. Sonst wäre es ja nicht authentisch. So, hier drüben. Ja, ich sehe, was das mal gewesen sein könnte. Oder ob das bloß abgerutscht ist. Jedenfalls, ich gehe da hier einen Weg hoch. Also aufpassen, hier ist mächtig Schlick. Wir holen es mal ran. Aber es sei ein bisschen Gestein oder sowas. Das sieht nicht außergewöhnlich aus. Es könnte mal ein Steinbruch oder was gewesen sein. Mal gucken, ob ich dazu noch ein paar Infos finde. Wie immer, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Ja, dann sollte nach unten gucken. Weil Schlamm ohne Ende. Aber das ist halt nur klar. Weil in der Stadt taut es ja mittlerweile wieder. Und das ist nun mal so. Genau, aber ich habe ja zum Glück gute Klamotten an. Bloß aufpassen, da stehen wir nicht so sehr versauer. Aber das kriegt man schon in den Griff so rum. Ja. Dieser Baum quer über dem Weg. Ja, jetzt packe ich aber mal die Kamera weg, wie ihr seht. Weil hier ist es ganz schön schlammig. Nicht, dass ich mit dem Ding in den Dreck falle, das wäre eher ungünstig und uncool. Hier ist wieder was Interessantes an dem Baum, sieht aus wie Pilze oder irgendwas. Keine Ahnung, was mit dem Baum passiert ist. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Ja, gucken wir mal weiter. Ich glaube bestimmt heute mal ein bisschen länger das Video. Ich schneide heute mal nicht so viel raus, weil eine neue Strecke und so. Und wir wollen ja was sehen. Bäh. Ja, auch nicht wieder Tag auf die Fresse fliegt, auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigt die Ausdrucksweise. Ja, mit der Kamera ein bisschen ungünstig. So, ich müsste bald eigentlich theoretisch gesehen an dem Aussichtspunkt ankommen. Aber dazu muss ich eigentlich noch mal ein Stückchen höher laufen. Ja, der Weg ist übrigens als mittelschwerer Wanderweg ausgelegt. Wahrscheinlich aufgrund des Schlammgehalts, würde ich mal vermuten, weil ansonsten sehe ich jetzt hier keine große Schwierigkeit bisher. Das mal dazu. Ja. Ja, hier ist wieder ein gebogener Baum über den Weg. Ein paar Meter weiter. Ja, die Autobahn rückt näher. Das wird man sicherlich jetzt auf der Kamera mit hören. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann gefilmt kriege oben. Ansonsten muss ich es nachvertonen. Am Ziel des Mausoleums dann, je nachdem wie laut es dort ist, wäre vielleicht im Endeffekt eh sinnvoll, weil ich einen Zettel vergessen habe. Dass ich euch dazu ein bisschen was erklären kann, geschichtlich. Weil das ist ja mit der Absicht von meinem Video hier auf dem Kanal. Das ist eine Brücke. Ja, da müsste ich wirklich bald schon am Aussichtspunkt sein. Ja, hier über die Brücke drüber ist wieder eine Rastbank. Aber das ist eigentlich auch noch keine Zeit für einen Kaffee. Gucke ich mal, ob ich noch eine andere Bank finde. Hier scheint dann der andere Weg lang zu gehen. Muss ich dann mal aufs Navi gucken, rück zu. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Die leichten Höhenmeter. Jetzt geht's über das Schneefeld. Musst aufpassen, dass du nicht in der Pfütze latschst. Aber das kriegen wir auf der Reihe, oder ich auf der Reihe. Weil in wir Form, weil ihr mit sozusagen das Video angucken mit dabei seid, indirekt, virtuell. Genau. Das heißt, ihr habt es gut, ihr guckt und ich latsche. Ja. So, ja, die Autobahn rückt tatsächlich mehr. Große Fußabdrücke. Aber größer Hund. Thank you.
Ja, müsste es gerade hochgehen. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter oben, hier ist eine Rastbank. Aber naja, die Aussicht ist nicht so aussichtsmäßig, würde ich sagen, auf der Autobahn. Da schenken wir uns mal. Weil, ja, halt, ne? Und so, laufen wir mal weiter. So, ja, ich bin oben auf dem Aussichtspunkt angekommen. Das müsste da theoretisch der Krähenwald sein, links von uns. Ja. Ich gehe einfach mal dem Hauptweg weiter am Feld. Wir wollen ja uns die Aussicht angucken. Von Dresden, zumindest ein Teil davon. Dort hinten müsste das Umspannwerk sein. Ich suche erstmal eine Stelle, wo wir uns mal ein bisschen besser die Aussicht angucken können. Dort vorne sieht es ganz gut aus. So, ja, bin jetzt an der Ecke hier. Wir gucken mal uns das mit dem Zoom ein bisschen an. Strommast, das ist ja nicht so schön, das ist das Umspannwerk dort vorne. Da haben wir ein paar Hochhäuser, das ist ein kleines Schachwitz, irgendwo dort hinten Richtung Elbe Hause ist, wohne ich. Außen ist ja, wenn du eher näher wohnst. So, da hinten ist Prolis. Die Ecke dort. Und irgendwo da drüben auf dem Berg, jetzt muss ich mal gucken, dort ist der Fernsehturm und da, irgendwo dort hinten wohnt er da oben. Ganz weit hinten noch. Das steht auch noch an die Tour. Das habe ich zu erraten. Ja, jetzt muss ich meinen Zoom wieder rausnehmen, sonst seht ihr nicht. Ich glaube, ich habe das Mausoleum schon gefunden. Ja, das ist aber versiegelt, seit 1990. Da also kommen wir dort nicht ran, würde ich ohne machen, weil man da dort ja, die Totenruhe stört. Aber das wurde 1945 wo geplündert leider. Also nicht mal davor haben sie Respekt gehabt. Aber genauere Infos schreibe ich euch dann hier nochmal in das Video. Mit rein, da ist es, genau. Ach ja, und das wurde in einem griechischen Tempelstil errichtet. Aber wann, habe ich das, keine Ahnung. Das sind auch Fakten hier im Video und nochmal in der Videobeschreibung. Da ist es. Können wir mal ein Bild machen. Das wurde restauriert. Und hier steht sogar eine Infotafel dazu. Da hätte ich ja gar nicht meinen schlauen Zettel gebraucht. Und hier haben wir sogar Bilder, wie es drin aussieht, Leute. Das ist direkt von der Stadt Dresden scheinbar mit hier saniert worden oder was. Ganz interessant. Dort hinten ist wieder eine Lüftungsschacht. Aber hier sieht man das gar nicht, also kann man gar nicht so richtig lesen mit dem Gitterzaun davor. Das wäre ganz geil gewesen, wenn sie es da vorgestellt hätten. Deswegen. Da ist ganz schön größer unten drin, wenn man sich mal das Bild anguckt. Aber leider kriege ich keinen. Das kann man besichtigen. Ey, cool. Das müssen wir mal gucken, ob wir das mal machen können mit dem Thomas oder was zusammen, wenn ja die Lage sich ein bisschen wieder beruhigt hat mit der Corona-Sache. Das ist genau das Mausoleum von der Freiherrn von Kap, ja, genau die Schreibweise, die ist absichtlich so, um Verwechslungen auszuschließen, habe ich gelesen. Wie gesagt, alles dazu nochmal hier in der Videobeschreibung. Genau. Aber wenn das versiegelt wurde, doch, das geht wirklich dort runter. Das haben sie oft gemacht. Das ist mal eine interessante Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal in Angriff nehmen sollen. Müssen wir mal fragen, ob wir da eine Drehgenehmigung kriegen dafür. Jetzt wird es, denke ich mal, nicht gehen aufgrund der, ja, wisst schon, ja, Lara. Und das wäre mal eine interessante Geschichte. Wenn das Ding eh leer ist, stürzt ja auch keine Totenruhe mehr. Und wenn man sich das angucken, da kommt so richtig alter Geruch raus. Also schon krass. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns das Objekt bei Gelegenheit ja mal zu Gemüte führen sollen. So, ich gucke mal, was es hier noch an Aussichtspunkten gibt und so weiter und so fort. Ich
Ich kann mich dran entsinnen, dass ich hier, das kennt man mit meinen Kumpels irgendwo, bin immer ein bisschen rumgespecht, aber da war das Gelbe verfallen alles. Das habe ich schon immer so richtig in Erinnerung. Ja, ich würde sagen, ich gucke mal ein bisschen weiter hier oben. Das war dann eigentlich schon fast eine Kurztour. Die ist ja bloß mit einer Dreiviertelstunde angegeben. Aber die Aussicht ist heute einfach nur geil. So, dort hinten waren Leute, da muss ich mal kurz ausmachen. So, ich doch mal kurz anmachen, die Kamera. Und hier hinten sieht man entzümmte Frauenkirche. Dort vorne rechts das helle Gebäude. Versuchen wir ohne noch mal ranzukommen, ich habe leider kein Stativ mit. Und dort drüben ist das Rathaus, der Turm. Das ist die Innenstadt schon. Also heute hast du echt geilen Blick. Ich fotografiere das mal, aber ohne die hässlichen Hochhäuser. Da ist der Schornstein davor. Ah, ist schon ein geiler Blick heute. Ja, das muss ich mir ein bisschen aufpassen, das ist halt eine ganz einfache ohne Stativ, wenn man die Kamera bewegt. Und da ist dann auch schon Bupunga, das sehen wir aber von der Ecke aus, ne? Leider. Ja, bevor es dann wieder gleich zurückgeht, hier hinten ist dann eine Autobahnauffahrt und ja, ich wollte euch nochmal die Schwebebahn zeigen. Ich habe mal gucken, ob ich sie nochmal finde hier mit Sucher. Wo war sie denn jetzt? Dort hinten haben wir die Elbflösser. Auf Autobahn ist gar nicht mehr so leicht. Und wenn wir weiter rechts gehen dann, da ist er. Da ist die Schwebebahn in Dresden. Links ist die Standseilbahn, die kriege ich aber hier leider nicht ins Bild. Ja, liebe Leute, ich hatte mich jetzt entschlossen, hier Pause zu machen. Am Mausoleum habe ich mir einen Kombinatstream verdrückt, sozusagen eine Bockwurst mit Brötchen und habe meinen Kaffee getrunken und zeige ich nochmal euch den Ausblick hier, bevor ich mich auf dem Rückweg langsam aber sicher mache, weil ich wollte dann noch den anderen Weg zurücklaufen, den oberen. Und ja, dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet auf der Rücktour, ob der Weg nicht so schlammig ist. Wie gesagt, ich werde mal das zurückverfolgen, ob das was für uns ist hier, beziehungsweise ob man das demnächst besichtigen kann. Das ist eigentlich eine gute Sache. Falls euch interessiert, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, dann packe ich mal meinen restlichen Kram hier zusammen und mache mich mal auf die Latschen. Ja, ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo ich hier hochgekommen bin. Dort ist, ja, ich nenne es mal Schneefeld. Und Nari sagt, den Weg hoch auf dem Rückweg ist der obere Weg. Den gucken wir uns natürlich nochmal an. Wie gesagt, ich bin die Strecke auch noch nicht gelaufen, deswegen wieder heute mal längeres Video. Aber es muss auch mal sein. Ja, natürlich viele Cuts drin, aber lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ja. Dass im Weg sein soll. Na gut, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Ja, ist ein Weg. Ja, mal was anderes. Hier hinten sind auch irgendwo die Obstplantagen. Ja, die gingen früher mal bis hier ran fast. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, kann mich auch täuschen. Aber wie gesagt, im Zuge der Autobahn hat sich auch einiges verändert an der Landschaft. Ja, viel besser ist der Weg auch nicht. Ja, ich denke mal, wie gesagt, dass der aufgrund der Matschigkeit dort eine mittelschwere, ja, Schwierigkeitsstufe hat. Und ansonsten sehe ich eigentlich keine Schwierigkeiten drin, muss ich mal so sagen. So, hier oben ist ein Feld. Ja, sieht man jetzt nicht so viel. Mal gucken, ob wir auf der anderen Seite dann noch, wenn wir vorne wieder ankommen, vielleicht noch einen kleinen Aussichtspunkt haben. Wenn man noch was von Dresden sieht. Aber das kann ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif so sagen. Aber wieder ein interessanter Weg, ist mal was anderes. Nicht so langweilig wie die Hauptwege. Die großen, fetten, befestigten. Ja, ist alles eine Frage der Ausrüstung halt und der Klamotten. Wenn sie dreckschweren, dann ist es halt so. Die kann man sauber machen, ne? Und es macht natürlich auch eine Menge Spaß. Besser als in der Bude hängen, wie gesagt. Wenn ihr die Möglichkeit habt und das auch könnt, geht mal raus, ne? Weil sonst verpasst ihr einiges.
Außerdem ist es gut für die Gesundheit. Ja, ein bisschen Konditionstraining und alles. Ja. Ja, schönes kleines Wäldchen hier. Mal was anderes. Ja, so wie es aussieht, führt der Weg hier oben rum ums Tal. Hier geht es ein bisschen runter. Muss mal gucken, ob das überhaupt machbar ist momentan. Mit der Schlammigkeit des Weges und so. Muss ich mal schauen. Also das denke ich mal, dass der obere Weg deswegen einen höheren Schwierigkeitsgrad hat. Muss ich schön aufpassen, das Licht ist hier im Drecke. Und das 5 Etagen tiefer noch in den gefüllten Mitte. Aber hier müssen erst Leute langgelaufen sein. Hier ist zumindest eine. Hier sind zumindest Abdrücke von Hunden und sowas. Dann mal ein Foto machen. So, ja, dort hinten geht der Weg rüber, genau. Ich muss dann dort lang und zurück. Ja, ich packe aber mal die Kamera jetzt hier an der Stelle besser wieder ein. Ja, es ging ganz gut hier runter, mit ein bisschen ausbalancieren geht schon. Hat man halt gefunden. Gut, ja. Ich denke mal, dass jetzt deswegen, wie gesagt, noch ein Schwierigkeitsgrad höher ist der Rückweg. Also mittelschwer, wie gesagt. Aber ansonsten, ja. Wie gesagt, das ist mal was anderes, nicht so langweilig wie die Hauptwege. So, hier geht es irgendwo anders hin, da will ich nicht hin. Ich muss jetzt quasi hier lang. Richtung Wohnung sozusagen, genau. Damit ich an der Stelle wieder rauskomme, wo ich rein bin, logischerweise. Quasi umlaufe ich jetzt das Tal hier. Ah, guck an, hier ist noch eine kleine, nennen wir es mal in Anführungszeichen, schwierige Stelle. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Weg geht dort runter und dort wieder hoch. Das kann interessant werden. So, muss ich mal gucken, ob ich das mit Kamera hier hinkriege. Das sieht jetzt ganz gut aus. Hier ist ein Rutschloch oder irgendwas. Na, es geht. Es hat hier auch jemand mit Hund neulich, so wie es aussieht, lang gelatscht. Na, ich glaube, hier muss ich dann doch mal wegpacken. So. Ja, hier muss ich die Kamera auf jeden Fall mal einpacken kurz, sonst rutsche ich aus. Ja, hab's geschafft, ging leichter als gedacht, so rum. Ja, hier geht's noch irgendwie runter und wir müssen hier hoch, oder ich muss hier hoch. Und ja, mittlerweile hat man ja auch Übung drin, die richtigen Schuhe. Hier ist jemand runtergerutscht, wie man sieht. Er hat vielleicht nicht so gute Schuhwerk gehabt. Man rutscht ein bisschen nach, aber das geht schon. Habe ja schon ein bisschen Übung mittlerweile, wie gesagt. Für Anfänger vielleicht bei dem Wetter nicht ganz prickelnd. So. Aber es wird halt nicht langweilig. Das soll es ja auch nicht. Weil einen Hauptweg langlatschen kann jeder. Das macht eh so viel Spaß, ab und zu. Wie sowas hier. Na, mit mehreren Leuten wäre es natürlich noch eine Spur geiler. Das muss ich mal so sagen. Eine Tour wieder zu machen. Aber das kommt, denke ich mal, wieder. Ja, bin aus dem Wald raus. Ja, ich weiß jetzt warum. Der Schwierigkeitsstufe 3 hat definitiv wegen der Wegbeschaffenheit. Weil mich hat es gerade fast gelegt. Also für unerfahrene Wanderer als Einstiegsweg nein. So, jetzt muss ich hier Pfadfinder spielen, wie ihr seht, weil ja, wo es jetzt weitergeht. Ich müsste aber ein theoretisch, dort warte mal doch, das dürfte das Rückhaltebecken dort vorne sein. Und ich müsste jetzt hier lang. Wir latschen einfach mal drauf los. Zumindest sind hier Fußspuren, also kann ich nicht so falsch liegen. Und Schneefeld ist besser als Schlamm, es sei denn, hier ist eine Pfütze. Ja. So. Den Weg erkennt man hier gar nicht. Also, es hat schon seine Berechtigkeit, warum das bei Komoot hier mit mittelschwer
gekreist ist oder gekennzeichnet ist. Hier zum Beispiel Loch, da müsst ihr hin, aufpassen, wo hinlatscht. Letztendlich. Wie gesagt, also mit Turnschuhen hier langhirschen, vergesst das mal. Ganz gewaltig und schnell. So, ja, hier geht es scheinbar doch runter. Ja, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt der Weg ist. Na, hier ist ein Jägerstand. Oh, hier unten scheint der Weg lang zu gehen, ursprünglich mal. War das dann doch nicht ganz so leicht rauszufinden, wenn das hier solche kleine Wege sind? Ja. Rein theoretisch muss ich in die Richtung. Interessant, interessant. Also ist wieder ein bisschen, ja, leicht Action dabei. Aber so muss das sein. Das ist doch nie im Leben mein Weg hier. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht. Ach, wir latschen einfach drauf los. Wir kommen schon an. Also ich komme schon an. Ich gehe jetzt aber in die Spinnwebe. Das kann nie im Leben mein Weg sein. Aber ich muss in die Richtung. So, hier ist auch was Schönes zu gucken, vor Pilze. Ja, ach, einfach durch, einfach durch. Ja, das Navi sagt, ich muss dort in die Richtung. Auf jeden Fall bin ich richtig, aber ich habe die Maps.me hier als Navigationsmittel. Ja, und ich habe festgestellt, dass die GPS-Navigation ungenau ist. Aber das ist bei Google das Gleiche bei Maps. Und ja, der Weg soll dort drüben weiter links liegen. Also muss ich jetzt hier runter erstmal kommen und dann dort durch quasi, um in das andere Teil zu kommen, so wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg. Ja Leute, nee, dort kommst du nicht runter, ohne dass du im Dreck liegst. Ich versuche es jetzt hier über das Feld. Also wie gesagt, im Winter den Weg laufen, eher nicht aus dem Genfer Fußspuren lang. Dann nehmen wir mal den Weg, allerdings sehe ich gerade, ich habe das nur vor 24 Minuten Akku, weil durch die Kälte hier. Ja, wie so kalt ist es eigentlich vorne. Also dort kommst du bei der Nässe auf jeden Fall hier runter, hier ist aber alles sumpfig. Da haben wir es wieder, Sumpf. Ja, aber das kann ja nicht immer alles glatt laufen. Ne? Also immer im normalen Hauptweg laufen, das macht auch keinen Spaß so richtig. Ja. Ja, wahrscheinlich sind die Leute hier lang hier laufen, wo es noch relativ nicht so matschig war. Aber wie ihr seht, ist das so lehmartiger Boden. Also da bleibst du schön stecken, wenn du Pech hast. Ja, ich bin ganz gut durchgekommen. Und hier scheint auch mal wie ein Weg gewesen zu sein oder was, wenn man das mal sich genau anguckt, wie es würde mal ein Fahrzeug langgefahren sein oder irgendwas. Da also vorne ist die Stadt und das heißt, ich komme nach Hause. Wie gesagt, selbst rum niemals sein, weil sonst, wenn das alles irgendwann so ernst nehmen würde, ja, nee, muss nicht sein. Gut. Ja, dort vorne scheint dann doch der Weg zu sein. Du musst dann links an dem Damm vorbeigehen und dann bin ich quasi am Ausgangspunkt. Fast, wo ich gestartet bin. Dann ganz am Anfang habe ich nie gefilmt, da gab es nicht Spaß zu sehen, halt bloß eine Schranke, dass du dort nicht hier mit dem Auto reinfahren kannst. Und sowas. Vorsichtig über das Dings bewegen. So, es geht. Da habe ich noch Glück, dass ich mit meinen großen Brötten eine relativ hohe Auflagefläche habe letztendlich, dass ich die ganze wegsinke. Aber es kann natürlich immer nach hinten losgehen. Ja, ansonsten, ja. Haben wir nochmal einen Rundumblick hier.
ja, dort ist der Hauptweg, wo ich lang bin, wo ich gestartet bin. Siehst du? Man muss bloß wissen, wo man lang läuft. Es ging trotzdem ganz gut. Ja, jetzt kann ich schon wieder schneller laufen hier. Ja, ich melde mich mal hier aus dem heimischen Studio. Ja, weil kurzes Endfazit zur Tour. Ja. Wie gesagt, auf das Navigationssystem sollte man sich nicht so verlassen, wie man hier im Bild sieht. Das war die geplante Route. Ja, ich hatte auch unterwegs geguckt, ich habe nicht immer gefilmt. Und was wie einen Weg gefunden, aber der endete dann im Schlamm. Dann hätte ich wahrscheinlich runter gemusst. Und ich bin dann, wie hier im Bild, die rote Linie weitergelaufen, außerplanmäßig. Was wie ein Weg außer, wahrscheinlich war es vom Forst oder was, keine Ahnung. Ja, bin ja am Ziel angekommen, deswegen wahrscheinlich Schwierigkeit 3, wie ihr hier im Bild nochmal erkennen könnt. Ja, ansonsten angenehme, interessante Tour trotzdem, mir hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Ja, man muss auch Fehler eingestellen können, ja. Und ich habe mich ein bisschen verbremst, wie ihr seht, aber es gehört halt dazu, es kann nicht immer alles glatt laufen. Und das ist natürlich der Nachteil gegenüber von festen, großen Wegen, die befestigt sind. Aber wie gesagt, sowas macht halt auch mal Spaß. So, und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Danke an alle Abonnenten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.